Ich habe Tokio verlassen und meine Reise in den Süden Japans fortgesetzt. Bei der Gelegenheit darf ein nächtlicher Besuch am Bahnhof von Kyoto nicht fehlen. Der Blick vom Skywalk über die Stadt und die zur Leinwand umfunktionierte Treppe sind es allemal wert. Und damit Konnichiwa und herzlich willkommen zu meiner kleinen Reise nach Okayama. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. Lass gerne ein Like da, wenn es dir gefällt. So beeindruckend der Bahnhof Kyoto ist, ist das sicherlich nicht der eigentliche Grund für den Besuch dieser historischen Stadt. Vielmehr sind es die wunderschöne Altstadt und bezauberten Gärten. Einer davon ist Ryoanji, ein Steingarten inmitten einer schönen Gartenanlage. Seit 1994 übrigens als Weltkulturerbe anerkannt. Wer entschleunigen möchte, ist hier genau richtig. Nichts ist in Japan komfortabler als mit dem Shinkansen zu reisen. Zuvor noch schnell eine Bento-Box mit was Leckerem zum Essen kaufen und die Welt ist in Ordnung. Aber auch im Zug gibt es einen guten Am-Platz-Service, falls die Zeit mal nicht gereicht hat. Japan hat eine Menge Burgen über das ganze Land verteilt zu bieten. Himeji Castle ist mit Abstand mein persönlicher Favorit. Die Anlage ist weitläufig und es gibt eine Menge zu sehen. Als i-Tüpfelchen trugen die Kirschbäume bei meinem Besuch noch ihre volle Blüte. Die Burg wurde um 1600 gebaut und besteht aus 7 Stockwerken. Angeschlossen sind verschiedene Turmgruppen und ein 240 Meter langer Gang, in dem früher die Dienstmädchen untergebracht waren. Dem ein oder anderen kommt sie vielleicht sogar bekannt vor. Hier wurden Szenen für den James Bond Film Man lebt nur zweimal gedreht. Thank you.
einer Burg geht es gleich zur nächsten nach Okayama. Dort kann man sich eine kleine Ausstellung anschauen und sich in historischer Kleidung fotografieren lassen. Das eigentliche Ziel liegt allerdings auf der anderen Seite des Asahi-Flusses, der Korokuen. Der japanische Garten wurde 1687 von dem Fürsten Ikeda Tsunamasa in Auftrag gegeben und 1700 fertiggestellt. Er ist einer der drei großen Gärten in Japan und wurde von Michelin mit 3 Sternen ausgezeichnet. Rund um die schön angelegten Teiche gibt es einiges zu sehen. Von Reis- und Teeplantagen über Ahorn- und Pflaumenhaine bis hin zu verschiedenen Schreinen und Gebäuden, die für offizielle Anlässe errichtet wurden. Was ihr euch nicht entgehen lassen solltet, ist ein Matcha mit etwas Süßen im Teehaus. Damit sind wir schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bedanke mich fürs Zusehen. Vielleicht interessiert dich ja noch ein anderes Video auf meinem Kanal. Bis dahin, Sayonara!